Ich persönlich finde es für das Angebot, das das SRF parat legt, relativ teuer, die Serafi-Gebühren. Ich habe nicht mal einen Fernseher daheim, wieso muss ich die Gebühren zahlen? Ich schaue nie SRF, weil es kommen genauso viele Werbungen wie bei allen anderen Sendungen. Ich schaue nicht die Chaîne allemande, plutôt francophone. Ich bin kein sehr großer Fan, donc déjà de la Television. Ich selber brauche SRF eigentlich fast nicht. Ich schaue hauptsächlich andere Serien, die ich streame. Meiner Meinung nach sehr einseitig, weil nur aus westlicher Perspektive dokumentiert und berichtet wird. Für das, dass der Betrag so hoch ist, schaue ich viel zu wenig SRF. Non la guardo di solito la televisione svizzera. Ehrlich gesagt brauche ich das Schweizer Fernsehen eigentlich praktisch gar nie. Also ich habe das Gefühl, man gibt beim SRF einfach zu viel Geld aus. Ich hätte im Nachhinein die Nobilog-Initiative schon annehmen. Zu SRF habe ich jetzt nicht persönlich gesehen, so eine tiefgründige Meinung. Also ich würde einer Senkung der Serafi-Gebühr zustimmen.